Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um Mäuse, genau gesagt um Mauszeiger in Bitwig. Und in Bitwig werden die verschiedenen Mauszeiger-Tools genannt. Und welche das sind und wie ihr damit umgeht, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, ich habe Bitwig mit einem leeren Projekt geladen. Und das erste, was ihr seht an Mauszeiger, ist dieser Mauszeiger hier, nämlich der so ständig so ein bisschen wechselt zwischen Fadenkreuz und Cursor. Und dann gehe ich gleich hier mal auf das Auswahlfeld mit dem Mauszeiger und sehe dann, welche verschiedenen Mauszeiger-Tools, Pointer-Tools, Time-Selection-Tools, Pen-Tools, Eraser-Tool und Knife-Tool es gibt. So, die sind hier vorne natürlich auch entsprechend mit einem Symbol versehen und auf der rechten Seite sind die dann noch mit einer Nummer versehen und das sind einfach die Zahlen über der Tastatur. Die 1, 2, 3, 4, 5 über Q, W, E, R, T, Z. Nee, T, einfach nur Z wäre die 6. Die ich dann auch direkt per Shortcut so auswählen kann. Das heißt, wenn ich die 2 drücke, ja, das ist jetzt. Wenn ich die 2 drücke, habe ich das Time Selection, man sieht das hier auch nochmal. Die 3 habe ich das Pen Tool, 4 habe ich das Eraser Tool, 5 habe ich das Knife Tool. So, das Pointer Tool hier ist so das multifunktionale Werkzeug, mit dem man vermutlich am meisten arbeitet. Ich kann mit den Zahlen hier umschalten. Ich kann aber auch hier direkt anklicken und umschalten, wenn ich mir die Zahlen noch nicht gemerkt habe. Und kann dann dieses Tool permanent auswählen. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, das temporär auszuwählen, nämlich indem ich einfach die Nummerntaste gedrückt halte, während ich etwas tue und wieder loslasse. So, ich habe jetzt hier zum Beispiel das Pointer-Tool im oberen Bereich, erkläre ich gleich noch was dazu, halte einfach die 2 gedrückt für das Time-Selection-Tool, wähle etwas aus, lasse dann die 2 wieder los, und bin jetzt wieder zurück bei meinem Pointer-Tool. Also temporär gedrückt halten, loslassen. Egal welches Tool ich da auswähle, gedrückt halten, loslassen. Möchte ich komplett zu dem anderen Tool rüber wechseln, einfach kurz antippen und dann habe ich das Tool permanent da. Und genauso komme ich auch wieder zurück und festhalten und loslassen ist einfach nur so eine temporäre Geschichte. So, mit dem Pointer-Tool, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal bei dem Kreuz hier einfach einen Doppelklick mache, wird mir ein Clip von einer Taktlänge erstellt. Einfach nur durch einen Doppelklick da rein. Das kann ich auch mit dem Time Selection Tool machen. Oder wenn ich das Time Selection Tool nehme, was im unteren Teil der Spur immer angezeigt wird, wenn ich das Pointer Tool ausgewählt habe. Wenn ich hier zum Beispiel einen Bereich auswähle, markiere mit dem Time Selection Tool und Steuerung J drücke, damit mir für den Bereich ein Clip gejoint, also dieser Bereich wird zusammen in einen Clip zusammengefasst, egal ob da vorher einer war oder nicht. Hätte ich jetzt zum Beispiel hier einen Bereich, lösche ich das mal raus und sage, das hier soll alles ein Clip sein und drücke jetzt wieder Steuerung J. Dann wird das alles in einen gemeinsamen Clip zusammengefügt. So, mit dem, ich mache das jetzt nochmal, ich lösche das jetzt nochmal, dann erstelle ich hier einen neuen Clip mit Steuerung J, mache einen Doppelklick auf den oberen Bereich und bekomme dann unten den Noteneditor eingeblendet. Und auch schon zentriert auf meine Cliplänge hier. So, und wenn ich jetzt ein paar Noten hier einmale, mal hier so, so, und die sieht man dann noch hier oben schön, und ich ziehe jetzt im rechten Bereich einfach den Clip länger, dann habe ich einfach nur einen längeren Clip, so, wenn ich den jetzt auf einen Taktlänge ziehen möchte. So, möchte ich jetzt aber diesen Bereich, den ich hier jetzt schön komponiert habe, einfach wiederholen lassen, jede Viertelnote, dann gehe ich mit dem Mauszeiger hier nach unten, dann sieht man unterhalb des Mauszeigers,
wird dann so ein Wiederholungszeichen angezeigt. So, und jetzt ziehe ich diese Wiederholung, diese Loops einfach entsprechend lang. Ändere ich jetzt was an dem Original, sieht man auch, wie in den anderen Bereichen des Loops einfach die Note verändert wird entsprechend. So kann ich zum Beispiel so kurze Melodiestückchen machen, wo ich weiß, die wiederholen sich. Kann ich in so einem kleinen Bereich machen, dann loop ich das Ganze. Wenn ich irgendwo nochmal einen Fehler habe, brauche ich nur im vorderen Bereich das Ganze zu ändern. Ich könnte natürlich davon auch jetzt zum Beispiel hingehen. Ich nehme jetzt mal den Loop hier zurück. Könnte jetzt mit STRG D das alles duplizieren. Stelle dann fest, oh, da hatte ich aber einen Fehler. Der muss ja irgendwie noch ein bisschen weiter nach vorne. Könnte das Ganze hier wieder löschen und Duplikate von neuem erstellen, geht auch. Aber ich sag mal, wenn ich weiß, was ich tue oder was ich vorhabe, ist das einfach schneller, indem dass ich den Loop ziehe und dann hier Veränderungen mache. Oder ich kann mich einfach umentscheiden. Es muss ja noch nicht mal ein Fehler sein, dass ich einfach sage, ja, nee, so rum klingt es einfach irgendwie besser. Zum Beispiel. So, ich habe jetzt natürlich, nehme jetzt einfach mal den Loop hier wieder zurück. Was ich jetzt noch habe, ich kann diesen Bereich, den ich hier in diesem Viertel gemacht habe, den kann ich auch auf den ganzen Satz dehnen, stretchen. Wenn ich die Alt-Taste gedrückt halte, ändert sich der Cursor wieder hier. Ich halte die Alt-Taste gedrückt und ziehe jetzt einfach das auf den kompletten Takt lang. So, jetzt habe ich diesen Bereich, der vorher in einem Viertel war, auf den kompletten Takt lang gezogen. Und genauso kann ich das auch wieder zusammenschrumpfen oder noch kleiner machen. Das heißt, der Teil, den ich hier definiert habe, wird einfach im Verhältnis auf den Bereich größer gemacht, auf den ich ihn ziehe. So. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Clip nehme und hier rüberschiebe, kann ich den ganz normal rumschieben, wie ich möchte. Möchte ich jetzt aber eine Kopie erstellen und jetzt nicht mit STRG D den einfach duplizieren, weil ich möchte den einfach eigentlich hier haben. Kann ich das natürlich mit STRG D machen und dann rüberschieben. Ich kann es aber auch kürzer haben, indem dass ich den Clip hier ausgewählt habe, ihn greife, rüberziehe, die STRG-Taste dann drücke und dann die Maus loslasse. Und jetzt wurde eine Kopie erstellt. So, nochmal, also ich nehme den Clip, ziehe den hier rüber, halte die STRG-Taste gedrückt. Unten in der Statusleiste sieht man auch, wie das Copy aufblinkt. Bei Control, Steuerung. Und ich lasse den fallen und habe jetzt eine Kopie davon. Wenn ich das jetzt nochmal mache, rüber, Steuerung. Ich möchte aber nicht, dass der hier einrastet an dem Grid. Kann ich zusätzlich noch die Shift-Taste drücken und kann den jetzt wunderbar stufenlos hin und her verschieben. Maustaste loslassen und die Kopie ist erstellt. Das stufenlose Schieben kann ich natürlich auch einfach so machen, wenn ich einen Clip so verschiebe, einfach Shift-Taste drücken und ich kann wieder alles so verschieben, wie ich das haben möchte, ohne dass es mir an dem Grid einrastet. Snapped nennt sich das Ganze ja. So. Was ich jetzt noch machen kann an der Stelle ist, ich habe jetzt hier MIDI-Noten und ich möchte jetzt den Bereich einfach hier rüberziehen, aber nicht als MIDI, sondern als Audio. Und jetzt kann ich das einfach rüberziehen. Ich halte immer noch die Maustaste gedrückt. Und drücke jetzt einfach die Alt-Taste. Und wenn ich das tue, wird automatisch ein Clip gebounced. Ich lasse das los. Und dann wird hier ein Audio-File hingesetzt. Ich müsste da noch ein Instrument reintun, damit man hier eine Wellenform sieht. Mache ich gleich. Und der Track wird automatisch in einen Hybrid-Track umgewandelt. Das sieht man hier an dieser Wellenform und der Klaviatur am Anfang. So, machen wir das nochmal zurück. Und ich lade hier jetzt einfach mal einen Phase 4 rein. So, lade hier einen Phase 4 rein und mache das gleich nochmal. Ich ziehe das hier rüber, halte gedrückt, drücke die Alt-Taste und lasse los. So, und jetzt habe ich hier, wenn ich einen Doppelklick mache, habe ich hier die Wellenform. Kann ich jetzt auch ein bisschen hier größer machen und kann dann meine Audiobearbeitung machen. Das heißt, ich kann einen Bounce in Place machen, direkt beim Ziehen, ohne dass ich jetzt erst ziehen, STRG-Taste gedrückt halten, fallen lassen, Rechtsklick, dann zum Beispiel hier Bounce in Place oder STRG B drücken und dann wird erst gebounced.
Ich kann das direkt machen, indem ich das hier festhalte, die Alt-Taste drücke und habe das dann sofort gebounced. So, das ist alles das Pointer-Tool. Und eben auch die Selektion mit dem Pointer-Tool, wenn ich im unteren Bereich bin, kann ich Teile davon selektieren und kann auch die Selektion nochmal verändern, hier mit den an den weißen Enden zum Beispiel. Oder wenn ich hier irgendwas selektiere, was über mehrere Spuren hier geht, legen wir gerade mal einen Clip an. Ein bisschen mehrere Clips, so. Nochmal einen, so. Das heißt, ich nehme jetzt hier den Bereich zum Beispiel und selektiere den. Kann ich das über beide Spuren machen? Ich kann auch, wie ihr seht, diesen Bereich, da ändert sich die Maus dann auch wieder auf so ein Händchen. Das heißt, ich kann das nehmen und irgendwo anders hinschieben. So, jetzt habe ich den Bereich einfach hier weggeschoben, automatisch geschnitten. Dann machen wir zurück mit Steuerung Z. Wenn ich jetzt hier auswähle über beide Spuren und das anfasse, mit der linken Maustaste gedrückt halte, rüberziehe, die Steuerung-Taste gedrückt halte und loslasse, dann wird mir hier wieder eine Kopie erstellt. So, wenn ich das gleiche auch wieder mache mit rüberziehen und Alt-Taste gedrückt halte, werden mir beide Spuren gebounced direkt in place. Da das untere Audiospur schon war, wird auch kein Hybrid-Track draus, sondern das bleibt Audio, auch wenn dieses Audio jetzt relativ still ist. Okay, das ist erstmal so das Pointer-Tool, wie es sich verändert. Je nachdem, was ihr tut, also so im oberen Bereich, im unteren Bereich, dann die verschiedenen Ziehmodi mit einfach länger machen, mit Loopen oder eben auch noch dem ganzen Stretching. Und das Stretching funktioniert natürlich auch für Audiodateien, wenn ich hier diese Audiodateien so stretche. Und was euch vielleicht noch kurz aufgefallen ist, was ich gemacht habe, hier oben gibt es so eine Linie. Und wenn ich die mit der linken Maustaste, der Mauszeiger hat ja so einen Lautsprecher auf der rechten Seite, wenn ich die hier so festhalte und nach unten, nach oben, verstärke ich das Gain, was ich hier unten zum Beispiel auch nochmal habe. Und dann habe ich sowieso hier an den Ecken, rechts und links, habe ich dann nochmal solche kleine Ecken dran, die ich ziehen kann, und das ist ein Fading Fade In, ups, und ein Fade Out. Zum Beispiel. Was ich hier unten natürlich auch nochmal machen kann. Hier sieht man es ein bisschen besser. Das ist das Gleiche. Wenn ich hier zum Beispiel Fade In und Fade Out relativ nah beieinander habe, machen wir das gerade mal. Zack. So. Dann kann ich hier kann ich das jetzt lustigerweise. So, mache ich das hier an dem Container. Das hat nochmal was mit Audio und Clip zu tun. Wenn ich das hier mache, dann kann ich nur noch diese Fade-In, Fades-Out hier greifen. Aber ich kann nicht mehr auf den Container mit dem Mauszeiger greifen. Aber ich kann die Lautstärke des Gesamtclips einfach nochmal verändern, indem dass ich den Clip hier auswähle und im Inspektor drüben auf den Gain-Bereich gehe. Und hier kann ich jetzt Maus gedrückt halten, hoch und runter schieben, nochmal die Lautstärke, die Verstärkung des Clips lauter oder leiser machen. Das nur als kleiner Hinweis, wenn man mal in so eine Situation kommt. Ansonsten müsste man das hier zurückdrehen, dann kann man auf Teile hier wieder zugreifen und dann muss man das hier wieder zumachen. Das ist aber alles viel zu umständlich, deshalb hier über den Inspektor ginge das auch. So, das ist jetzt erstmal das Pointer-Tool. Gehen wir rüber zum Time-Selection-Tool, indem dass ich das hier entweder auswähle oder halt hier auch die 2 drücke. Und mit dem Time-Selection-Tool ändert sich der Mauszeiger hier gar nicht, sondern ich kann hier einfach über eine Spur oder mehrere Spuren kann ich selektieren bis runter zur Masterspur. Und da kann ich dann auch wieder die Grenzen hier verändern. Kann dann auch zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt hier eine ganze Menge ausgewählt, ich will doch nicht alle Spuren haben, und statt dass ich jetzt wieder von neuem auswähle, halte ich einfach die Steuerung-Taste gedrückt, deselektiere Master Effekt und Audio und habe dann nur noch die Phase 4 Spur selektiert. Fällt mir ein, oh, ich wollte doch die Audio 2 Spur mit dabei haben,
Steuerung-Taste wieder drücken und das Minus hier verändert sich in Plus und ich kann das einfach wieder in dieser Selektion mit zunehmen und dann machen, was ich will, zum Beispiel Steuerung E, dann schneide ich das an der Selektion hier komplett aus, zum Beispiel. Und Steuerung Z nehme ich die Veränderung wieder zurück. So. Jetzt gehen wir noch ein Stückchen weiter und nehmen auf dem Phase 4, machen wir hier so ein paar Automation Lanes dazu. Einfach willkürlich irgendwelche Automation Lanes. So, und wenn ich das jetzt hier aufklicke und sage, ich will alle Automation Lanes sehen, sehe ich jetzt auch alle. So, und ich kann jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt Automatisierung hier drin hätte, ich male jetzt einfach mal mit dem Pen-Tool ein paar rein. So. Hier. Mal ein bisschen vorwegzunehmen, kann ich mit dem Time Selection Tool hier Automationen auswählen, die auch hin und her schieben oder kopieren irgendwo hin, wo ich das haben möchte. Zum Beispiel. Und ich kann das auch mit, wenn ich so einen Bereich habe, ich mache das einfach hier mal wieder zurück. Ich wähle jetzt hier so einen Bereich aus. Ich wähle jetzt so einen Bereich aus und denke so, eigentlich wollte ich ja den unteren Bereich noch haben. Steuerung, unteren Bereich auswählen und ich habe jetzt beide Spuren ausgewählt. Oder zum Beispiel, ich habe aus Versehen den oberen Bereich genommen, nicht den unteren Bereich. Steuerung und deselektieren. Ich habe jetzt nur noch diesen Bereich, den ich hier rumschieben kann und zum Beispiel auch die Automationskurven auf eine andere Automationsebene hieven, wenn ich die Kurve so toll finde und die auf einen anderen Effekt legen möchte oder auf einen anderen Drehregler legen möchte. So, also das heißt, das Time Selection Tool kann ich natürlich auch bis ganz nach oben hin, dass ich den Clip noch mit auswähle oder wenn ich das direkt an dem Clip auswähle, werden alle Automationen gleich mit ausgewählt. Und ich kann dann den Clip selbst nicht mehr deselektieren, weil das ja beziehungsweise die einzelnen Spuren deselektieren geht nicht, weil ich ja den Clip schon ausgewählt habe und den schiebe ich dann hier rüber und das wird automatisch geschnitten und rübergetragen. So, dann gibt es wie gesagt das Pen-Tool und das Pen-Tool hat mehrere tolle Funktionen. Das eine ist, ich kann hier halt rummalen, wie ich möchte und was ich noch machen kann, ich kann anhand der Grid-Größe kann ich für den Grid-entsprechenden Bereich kann ich hier Veränderungen, linear machen. Das heißt, wenn ich die Alt-Taste gedrückt halte, male ich hier einfach ganze Werte für jeweils in dem Fall 16 ein. Diese Zahl kann ich natürlich hier ändern. Mit der Maus hoch und runter gedrückt halten. Aber der einfachere Weg, finde ich persönlich, ist mit der Komma- und der Punkt-Taste rechts über dem Leerzeichen. Wenn ich die Komma-Taste drücke, werden die Zahlen hier immer größer. Jetzt haben wir die Nachkomma-Zahlen. So, und wenn ich Punkt drücke, wird die Zahl hier immer größer. So, das heißt, das Grid verändert sich dann auch entsprechend. Wenn man hier so ganz genau hinguckt, sieht man, wie das Grid, je nachdem, gehe ich mal auf 16, jetzt habe ich hier 16, kann auch 32. Wenn ich jetzt die Alt-Taste drücke, kann ich natürlich in 32. Schritten diese Veränderung machen. Oder ich kann auch noch mit Komma auf 128. und kann dann so ganz kleine Bereiche nehmen. Zum Beispiel. Oder halt wieder mit Punkt höher gehen und hier wieder 16 einzeichnen. So. Und wenn ich so einen Bereich habe, dann kann ich zum Beispiel wieder umstellen auf das Pointer-Tool mit der 1. Dann sehe ich hier wieder die Bereichspunkte. Kann die Steuerung-Taste gedrückt halten, kann dann den gesamten Bereich runterziehen oder ein bisschen rechts, ein bisschen links mit der Maus wandern und kann diesen Bereich entsprechend symmetrisch bearbeiten. Kann aber auch Folgendes machen, wenn ich jetzt mal so ein bisschen reinzoome und mache mal einen Doppelklick hier drauf, dann habe ich hier so eine ansteigende Linie. Halte ich die
Alt-Taste gedrückt, dann kann ich die Kurve hier konvex gestalten oder mehr oder minder konvex. Das heißt, ich habe hier einen relativ schnellen Anstieg, der dann immer langsamer verläuft in der Filterkurve oder je nachdem, welchen Regler ich drehe. Oder ich drehe das nach unten, dann habe ich hier einen relativ langsamen Anstieg und dann ganz zum Schluss einen ganz schnellen Anstieg. Halte ich die Alt-Taste gedrückt und mache wieder einen Doppelklick, habe ich wieder eine normale Linie da an der Stelle. So. Und mit der Shift-Taste kann ich hier wieder vom Grid unabhängig den Punkt hin und her schieben. Während hingegen ich, wenn ich den so rumschiebe, dann rastet der immer so Richtung Grid so ein bisschen ein. So. Zu dem Pen-Tool waren wir ja eigentlich gerade, gibt es noch Folgendes zu sagen, wenn ich in den Editor gehe und jetzt brauchen wir mal wieder MIDI-Noten, gibt es zwei Dinge. Mit dem Pen-Tool, ich schalte jetzt wieder um auf mit der 3, hier, das schalte ich hier um, kann ich hier Noten reinmalen. Und standardmäßig malt er immer die Note, die ich zuletzt gemalt habe. So, wenn ich eine Note male, kann ich mit der rechten Maustaste draufklicken und dann löscht er das mit dem Eraser-Tool. Das sieht man auch ganz kurz, dass das Eraser-Tool da ist. So, und jetzt will ich aber nicht die ganze Zeit hier 32stel malen, sondern auch mal längere Noten malen. Und das kann ich jetzt zum Beispiel machen, wenn ich hier draufklicke und die Maus gedrückt halte und die Maus nach rechts schiebe. Dann sehe ich, wie die Note länger wird. Beim nächsten Ton ist das wieder die längere Note. Mache ich jetzt wieder mit dem Punkt des Grid ein bisschen größer. Wäre ja nur ein Viertel eingezeichnet. Kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, die nächste Note, die ich jetzt male, machen wir hier so mal ein paar weg. Die nächste Note, die ich male, soll nicht wieder so lang sein, sondern soll wieder kürzer sein. Das heißt, ich drücke drauf, halte gedrückt und schiebe die Maus jetzt nach links. Dann habe ich jetzt eine kürzere Note. Und damit mir die Note nicht am Grid einrastet, ich hier wieder eine Note male, kann ich natürlich an der Stelle wieder die Shift-Taste gedrückt halten. Ja, ich sollte auch die Shift-Taste und nicht die Caps-Lock-Taste drücken. So, und dann kann ich wieder völlig rastlos, völlig snaplos die Note einmalen und er merkt sich dann die Länge der Note, die ich dann zuletzt gemalt habe. Kann natürlich auch eine Note hinterher einfach so zusammenschieben. Das geht natürlich auch. Oder einen Doppelklick drauf machen, dann ist er auch wieder weg. Aber ein Rechtsklick ist meistens ein bisschen besser. Ich kann auch mit einem Rechtsklick hier die Noten nacheinander auswählen hier, loslassen, dann sind alle gelöscht. Das geht auch. So. Dann gehen wir über zu dem Eraser-Tool. Das hatten wir ja schon mal so ein bisschen. Mit dem Eraser-Tool kann ich im Prinzip hingehen, gedrückt halten, markieren, dann sehe ich hier so eine schraffierte Fläche, loslassen und dann ist das gelöscht. Steuerung Z hole ich das wieder her zum Beispiel. Kann aber auch mit dem Eraser-Tool, das auch hier einmal so ein bisschen einrastet, einfach eine Position auswählen und klicken und dann wird das an der Position geschnitten, also wenn ich die Maus nicht ziehe. So, und das kann ich natürlich auch mit Automation machen. Ich schneide das einfach und dann wird der erste und der letzte Wert genommen und die Linie wird angepasst. So, und das Knife-Tool zum Schluss kann man jetzt zum Beispiel benutzen, wenn ich jetzt hier reingehe und sage, ich klicke jetzt einfach hier und jetzt habe ich einen Bereich ausgeschnitten. Einen Bereich ausschneiden kann ich natürlich auch mit dem Pointer-Tool machen, indem dass ich den hier auswähle oder eben auch mit dem Time-Selection-Tool, dass ich den Bereich auswähle und Steuerung E drücke. Dann schneide ich diesen Bereich aus und muss nicht zweimal mit dem Knife-Tool klicken.
So, aber wir waren ja beim Knife-Tool. Und beim Knife-Tool ist das so, ich klicke drauf und schneide diesen Bereich und wird automatisch dann Crossfades erstellt bei Audiodateien. So. Und was ich mit dem Knife-Tool noch machen kann, ich habe hier unten 16. eingestellt, da gehe ich jetzt mal auf 32. Wenn ich zum Beispiel diesen Bereich, den ich hier habe, alle in 32. Schnipsel aufteilen möchte und ich habe das Grid hier auf 32 gestellt, dann kann ich einfach mit dem Knife-Tool hier ansetzen, gedrückt halten und lang ziehen. So, und dazu muss man nämlich noch die Alt-Taste drücken. So, ich fange hier an, halte die Alt-Taste gedrückt, drücke jetzt die Maustaste und ziehe die hier rüber. Und dann sieht man schön, wie das in 32. Clips aufgeteilt wird. Und kann jetzt natürlich mit dem Pointer-Tool die einzelnen hier auswählen und rumschieben, austauschen. Zum Beispiel, eigentlich wollte ich die austauschen. So, weil ich die, ich habe die nicht ausgetauscht, ich habe die überschrieben. Ich packe den jetzt mal hier ins Ende, dann packe ich den hier hin, mache ich so einen schönen Dreiertausch. So, jetzt habe ich diesen Bereich einfach mal ausgetauscht und könnte zum Beispiel bei Percussions, wenn ich so einen Beat habe, den so schön zerlegen mit dem Knife-Tool. Es geht natürlich auch anders. Und mit dem Knife-Tool mache ich das spontan an der Stelle und vertausche einfach die verschiedenen Bereiche eben mal schnell, um mir einen anderen Beat zusammenzustellen oder mal eine Variation in den Beat reinzulegen. So, ich glaube, das waren jetzt so die wichtigsten, beziehungsweise fast alle oder alle Tool-Geschichten, die man benutzen kann. Sollte ich eine wichtige Sache vergessen haben, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen, lasst es vor allem auch die anderen wissen. Ich mache das ja jetzt nicht nur für mich, sondern ich mache das für euch und es wäre toll, wenn ihr da auch so, wenn ihr die einen oder anderen Sachen noch wisst oder auf was hinweisen könnt, was vielleicht auch noch wissenswert ist, wenn ihr das in den Kommentaren hinterlässt. Wenn ihr zum ersten Mal auf dem Kanal seid, liked das Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Wir wachsen langsam, ich freue mich total, wir sind mittlerweile über 100. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns und hören uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.